nach meiner Zeitrechnung dürfte es jetzt Samstag sein. Auch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge kurz vor Uga in Varant Odyssey im Auftrag des Königs. Erstmal herzlichen Dank für eure vielen, vielen Kommentare. Na, was heißt viel, aber hilfreiche und qualitative Kommentare. Und somit grüße ich auch euch speziell. Alain Devant, Taris und in Vino Veritas. Auch ein Grüß nach Österreich. Ja, dann machen wir doch mal gleich weiter. Hier habe ich den Rudelführer Wüstenwolf. Was der für eine spezielle Funktion hat, weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir das noch später. Vielleicht hat das irgendwas mit der Quest zu tun. Weil ich habe ja hier noch ein paar Wölfchen. Die es erstmal gilt, mal auch zu dezimieren. Ich weiß, da hinten sind noch ein paar Panther, aber auf die Panther will ich noch nicht schießen. Dann gucken wir mal. Bist du denn schon empfindlich genug für mich? Ja, er hat mich gewittelt. So, warum? Warum nur? Ach, das war wieder knapp. Okay, dann können wir den auch mal hier. Yep, rohes Fleisch aus dem verbrannten Körper, auch nicht schlecht. Ja, und hier vor mir liegen sämtliche Sprüche und eine Steintafel. Jetzt möchte ich mal ganz gerne sehen, wie wir dann noch mal vorsichtig... Oh, hier haben wir noch jede Menge Kräutertjes. Das ist gut, da kann ich wieder Suppen kochen. Nee, Suppen nicht. Tränke brauen. Erstmal gucken, ob wir da unten noch irgendwie auf was treffen. Ja gut, okay. Soweit reicht es wohl nicht. So. Natürlich Schamdidel oder Wüstenfliegen hier. So. Komm. Mann. Hat doch sonst so gut geklappt. Jetzt ist der aber näher, oder was? Welchen nehme ich denn? Oh, die Entscheidung ist doof. Ach, das ist fies. Okay. Kurzen Prozess mit dem hier gemacht. Ach, die kommen jetzt. Ich sehe die Schatten schon. Oh, ich sehe Schatten auf dem Boden. Oh, 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 oh. Hoffentlich bleibt der... Okay. Ach ja, es ist schwierig. Ich weiß. Ich mach's mal wieder im Off, oder? 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 Mal gucken, was hier eigentlich zu liegen ist. Da. Ich will mich ja nicht so sehr damit aufhalten. Erstmal gucken, wer mit wem hier verschaltet ist, wenn ich hier mal wieder sämtliche Feuerpfeile verballere. Bin zu weit weg. Da war's. Ja, schön. Jetzt habe ich so alle drei auf dem Kieker. Super klasse und keiner hilft mir. Ach ja. Ja. Das war Knappinger, ne? Ah, so viel haben sie mir nicht gemacht. Und da haben wir noch einen Abspeicher. Dann schauen wir mal, ob wir schon an die Sprüche rankommen. Wo sind's denn die Brüche? Warte, da sind's. Mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Ein Geysir? Hm? In der Wüste eigentlich passend, ne? Steintafel der Stärke 3. Das sieht nach Verwandlung Wolf aus. Wolf rufen! Und jede Menge Heilkräuter. Oho. Steintafel des Zweihandkampfes Römisch 1. Wolf rufen. Verwandlung Minecrawler. Also, warum jetzt hier an dieser Stelle Wolfrufen liegt? Los. Jawohl. Zwei Pfeile, Feuerpfeile und schon sind sie hin. Da wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt da wirklich mal die Spruchrolle ausprobieren sollte mit Wolfrufen. Ich kann es ja mal machen und mal gucken, was passiert. Mach ich mal hier drauf. Zack, Wolf rufen. Ah, dann sieht er ja so aus wie beschwörter Wolf. Der macht erstmal noch nichts. Ja, er folgt mir. Ach, schön. Hab einen zahmen Wolf. Naja, einen beschwörten. Dann haben wir hier noch ein Wüstenwölfchen.
So, den will ich mir erstmal anverletzen, also ein bisschen. So. Okay, die kämpfen miteinander rum. Na, das hat nichts gebracht. Ich lade noch mal ein. Ja, das war dann noch nicht so eine gute Idee. Ich war halt eben nur neugierig, was passiert, wenn und überhaupt. Meine, ich habe früher auch, als ich zum ersten Mal Gothic gespielt habe, eigentlich gar nicht mit so vielen Spruchrollen gearbeitet. Weil ich war ja nie der Magier oder wollte nie so ein Magier sein. Ich wollte eigentlich mehr so ein Mann der Praxis sein. Also hier so richtig mit Bogen und auch nie Armbrust. Hat mir auch nie gefallen. Und wollen wir mal weiterkommen. Wo bist du denn der Letzte hier in diesem Gebiet? Dann haben wir hier noch andere Wüstenfliegen, die sind ja eigentlich nicht so billig, schwierig, meine ich. Das sind aber viele. Lass ich mal außer Acht. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwo noch ein paar Früchte und Kräuter finde. Denn da sieht es mir nach Eingang aus. So. Balla, balla. Oh, guck mal, ein Wegweiser. Der da sagt, Uga. Richtig, nach Uga, das ist gut. Die Panther, gut, später. Ich möchte erstmal hier zu einem Tuchhändler kommen, der mir dann eine Nomadenrüstung verkaufen könnte. Wenn ich das in Erinnerung habe. Ja, apropos Rüstung. Gehen wir erstmal neutral in die Szene hinein. Und scouten erstmal vorsichtig hier in die Richtung rein, weil es hier noch was irgendwie in der Nähe ist, da sein sollte, ist bestimmt, aber ich... Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, da sind ja welche. Wie heißen die denn? Torwächter, ne? Ja, die stehen am Tor, wie sollen sie auch anders heißen? Torwächter. Ich gehe erstmal speichern. Abschießen? Nein. Gucken, ob sie mir freundlich gesinnt sind. In meiner neutralen Rüstung. Sieht so aus. Moment, du willst doch nicht in die Stadt, oder? Ja. Was? Hatte ich eigentlich vor. Ist es etwa nicht erlaubt? Das kommt darauf an. Du bist hier in Uga, der großen Handelsstadt des Westens, wo der mächtige Tartaron herrscht. Wenn du dir hier was zu Schulden kommen lässt, wirst du augenblicklich dafür bestraft werden. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Und jetzt kannst du in die Stadt. Ja, merci vielmal. Auf jeden Fall Schweizer Akzent. Das habe ich ganz genau gehört. Nicht wahr? Hallo, wie ist denn die Lage, ha? Wie ist die Lage? Vielen sehr Dank. Zurzeit sind unsere Karawanen von den Nomaden einigermaßen sicher. Aber wie lange? Okay, hey. Oh, sorry. Hey, du. Lass mich in Ruhe. Okay, das sind noch die alten Gothic. Was kannst du mir über das Tal von Ashtart erzählen? Kann man durch den Pass? Okay, das hatten wir alle schon mal gehabt. Mal gucken, wer dir das Kommando hat. Wer hat hier das Kommando? Der Herr und Gebieter unserer Stadt. Tartaron, ja klar. Er ist die Rechte. Ich erwarte... Ja, das hatten wir alle schon mal gelesen. Na, Torres. So, zu dem müssen wir nämlich hin, damit wir nämlich in dieses... nach Ashtart kommen, in den Tempel. Oh Leute, ich krieg Gänsehaut. Guckt euch das mal an! Architektur. Wirklich. Einmalig. Einmalig. Gut gemacht. Oh, da. Ich speichere mal ab. So, da steht mir schon mal einer, aber ich sehe hier... Oh, ein Gewürzhändler. Oh, und ein Orki. Ja, okay, muss auch alles sein, ne? Hier haben wir einen Galgen, aber ohne Strick. Du bist Branko. Branko und du bist Bahal. Und das sieht mir echt nach Dings, nach Gewürzen aus. Das sieht gut aus. Na, Bahal, der Händler, hallo. Ne? Wie ich sehe, bist du einer von den Händlern, die es in dieser Stadt gibt. Ganz recht, Sohn des Scharfsinns. Ich bin Bahal. Suchst du irgendwas? Bei mir kannst du fast alle Waren bekommen. Sieh dich also getrost bei mir um. Falls du aber Waffen oder kostbare Teppiche erwerben willst, musst du dich an Ishgra wenden. Okay, also es sind keine Gewürze. Ich schätze mal, das sind irgendwie so Lebensmittel.
Jedenfalls sieht das nach den Texturen so aus. Ah, da war es. Uiuiuiui, was haben wir hier? Elixier des Lebens, 1500. Kann ich mir ja eigentlich jetzt selber brauen, aber was haben wir hier? Trank der Geschwindigkeit. Also wirklich, ich danke erstmal, dass hier mein Händler ist, der mal so richtig ordentliches Zeug hier verkauft. Nämlich auch sehr viele Heintränke und das werde ich auch in Anspruch nehmen nachher im Off. Gucken wir, ob er noch was Besonderes hat. Hier hat er nur eine Suppe, Birnenkompott, also Früchtekompott, Frischsuppe bringt nicht. Dunkelpilzsuppe, weiß ich gar nicht, dass es die gibt. Tomatensuppe, im Schuss Klecksahne drauf. Dann haben wir hier gute Zwiebelsuppe, gute, schön. Dann haben wir hier speziell. Gut. Ich suche mal wieder mein Monsterschrumpfen. Auch gut. Das sollte man mal machen. Feuerball, Eiswelle. Ich suche natürlich meinen Lieblingsspruch. Ne? Könnt ihr euch wahrscheinlich. Ja, ist nicht dabei. Unwetter. Aber Rezepte hat er sogar sehr viele. Oh ja, ich werde mich auf jeden Fall umhören müssen. Umsehen müssen, was ich brauche. Tomatensuppe. Sind natürlich sehr teuer, ne? Also Schinkensuppe, Fleischsuppe, Käsesuppe, Wurstsuppe, Fischsuppe, Dunkelpilzsuppe. Die ist aber teuer, meine grüne Bohnen, die kennen wir, Bananenkompott. Was bringt das eigentlich? Rezept für einen leckeren Effekt, da hat es nicht. Okay, ich werde mal im Off mich mal mit dem beschäftigen, mit dem Händler Bahal. Und dann sehen wir uns wieder und dann sage ich, für was ich mich entschieden habe. Ja, da bin ich wieder und ich habe mich ein bisschen eingedeckt. Und zwar habe ich doch tatsächlich hier diese teure Elixier können. Ja, okay. Gekauft. Werde ich mal gleich schlucken. Lebensenergie plus 20. Somit haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Lebensenergie im Balken drin. Dann habe ich mich ein bisschen an Getränken und an Mana-Essenzen eingesackt. Und Rezepte habe ich keine gekauft. Dafür noch ein paar nützlichere hier Eiswelle und Feuerball und hier, genau richtig. Wie heißt das? Eisblock. Und was war das noch? Feuer, ich glaube, das war es auch schon. Und Monsterschrumpfen, klar. In dem Sinne. Dumm, die dumm, jetzt in diesem Sinne Joachim. Hallo. Darf ist ich der eben nicht anders? Sprechen? Ah, einer Depp der schwarzen Künste. Nun, was ist? Hast du was oder willst du was? Wie? Was? Ich verstehe nicht so recht. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Sohn der kurzen Gedanken. Was solltest du sonst von mir wollen? Nun, ja. Ich denke mal, du sagst mir zunächst einmal, wer du bist. Du kennst mich anscheinend wirklich nicht, Vater der Unwissenheit. Naja. Also, dann spitz mal die Ohren. Ich bin Joachim, der Sklavenhändler, und komme aus der großen Stadt Morazul. Wie? Du handelst mit Sklaven? Ja, warum wundert dich das? Also was ist? Willst du jetzt ein Geschäft mit mir machen? Ja oder nein? Wenn nicht, dann solltest du mich besser in Ruhe lassen. Ich habe keine Zeit für unnütze Gespräche. Tja, wie in Gothic 3. Okay, er bleibt beim Ende. Ja, vorhin stand doch da der Branko. Aber mal gucken, vielleicht war das ja auch nur. Hier ist. Ach, das ist der Waffenhändler. Hallo, du bist Händler? Wie du siehst, ich bin Iskra, der größte Händler von Ugar. Suchst du bei mir erlesene Waffen oder kostbare Teppiche, dann bist du bei mir richtig. Teppich. Ich habe hervorragend gewebte Teppiche aus Ishtar, Bakaresh und Morazul da. Aber du kannst auch kostbare Fälle oder andere wertvolle Dinge von mir bekommen. Sieh dich nur um. Ich suche einen Ort zum Schlafen. Okay, gehe ich erstmal kurz in seine... Zeig mir deine Ware. In sein Lager, also er hat Waffen, hier, Assassinenbogen. Siehst du? Assassinenbogen, wusste ich doch. Ach, nicht Nomadenbogen, Assassinen. Okay, das war eine andere Folge. Bin jetzt echt ein bisschen überwältigt. Ja, was haben wir denn noch? Teleport zur Stadt kaufen. Varant habe ich schon, Teil von Ashdod und Teil von Tatmo habe ich auch. Jetzt hat er ein Helmchen hier, Kriegerhelm, 35, ich weiß jetzt nicht, wie weit mein Helm ist, müsste ich nochmal im Off nachgucken, Stängel, Sumpfkraut, was sind denn hier? Teppich aus Ishtar, warum braucht man Teppiche?
Das gibt doch nur noch mehr. Das verstehe ich nicht. Wozu braucht man Teppiche? Das habe ich ja noch sonst nie gesehen. Habe ich irgendwas verpasst in Gothic 3? Oder ist das nur eine Handelsware? Oder man kann irgendwie so einen Zauberstaub oder einen Spruch setzen und dann fängt er an zu fliegen. Da könnte man über Varan fliegen. Das wäre doch mal eine Sache. Ich werde sozusagen ein bisschen meinen Schrottkrams hier bei dem Händler vertickern, damit wir ein bisschen was hier auf dem Konto haben. Hier ist nicht mal viel. Jo, das hat ein bisschen lange gedauert, aber dafür habe ich ja jetzt ein bisschen was gemacht. Bin jetzt bei 6000 noch was. Gucken wir mal. Ich suche einen Ort zum Schlafen. Das wird schwierig werden in Ugar, Fremder. Doch versuch es mal bei Bahal. Was ist mit dir? Hast du denn nicht auch eine Herberge? Herberge? Was fällt dir ein, Sohn des Unverstandes? Mein Gasthof ist der beste in der ganzen westlichen Wüste. Umso besser. Könnte ich dann bei dir übernachten? Nein. Nur vornehme Assassinen dürfen bei mir einkehren. Du aber scheinst ein gewöhnlicher Reisender zu sein. Im Übrigen wäre jetzt ohnehin kein Bett frei. Das heißt, deines wäre zurzeit schon frei, da einer meiner Gäste unterwegs ist. Er kann aber jeden Tag zurückkehren und wäre sehr erbost, wenn ich sein Zimmer anderweitig vermieten würde. Also versuche dein Glück bei Baha. Gut gesprochen, Baha. Ja, Baha. Dann gucken wir mal, was hat er denn hier alles so? Teppich aus Ishtar. Raus hier! Oh. Ja, mach, dass du wegkommst! Das war doch schon vorher klar. Ah, richtig. Wir sind ja bei den Assassinen. So, okay, Turan. Aber Bahal ist jetzt weg, ne? Mhm, gut, okay. Hey, hallo, bist du der Schmied? Ja. Ja, ich bin Turan der Schmied. Bei mir kannst du gute Waffen bekommen. Nun gut, der große Bayer in Amarna ist natürlich besser als ich. Aber bisher war man hier in Ugar immer zufrieden mit meiner Arbeit gewesen. Möglich ist alles. Welche, was für Waffen kannst du mir da schmieden beibringen? Okay, erstmal gucken, was er schmiedet. Was für Waffen schmiedest du? Alles. Sowohl einfache Waffen, wie auch welche aus magischem Erz. Letztere aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dann schmiede mir eine Waffe aus magischem Erz. Vergiss es. Selbst wenn du magisches Erz dabei hättest, dürfte ich dir nicht so eine Waffe schmieden. Die Schwarzmagier bestimmen allein, wer von den Kriegern solch eine wertvolle Waffe erhalten darf. Also schmiedest du mir keine? Nein. Wer erzählt denn sowas? Ach ja. Mal gucken, was er mir noch für Schmiedetalente kannst beibringen kann. Kannst du mir das Schmied beibringen? Klar könnte ich, aber ich will nicht. Warum? Ich könnte dir viel Gold dafür geben. Das glaube ich. Wenn du alles kannst, machst du mir später hier noch Konkurrenz. Das ist doch alles Vergiss es. Kannst du mir dann etwas anderes beibringen? Etwas, wo du nicht meine Konkurrenz fürchten musst. Du lässt nicht locker, was? Aber na schön, von mir aus. Ich könnte dir beibringen, wie du deine Kraft steigern kannst. Aber alles hat seinen Preis. Also ein Stärke-People. Ich will meine Kraft steigern. Stärke, ja, ist klar. Nee, meh. Wollen wir aber nicht. Es wäre schwierig, seinen Schlüssel zu stehlen. Für was denn wohl? Naja, erstmal, ich will mich erstmal umgucken und hier Champok. Ich hab Shampoo gelesen. Champok. Hey! Hey, kann man mit dir auch sprechen? Man kann, Moran. Aber nur, wenn Champok es will. Verschwinde. Glaubst du wirklich? Warum bist du eigentlich hier? Das geht dich nichts an, Moran. Aber ich werde es dir sagen. Der große Schamane Grog hat mich hierher geschickt, um mit Tartaron zu sprechen. Aber weswegen mich Grog zu Tartaron geschickt hat, werde ich dir nicht sagen. Wo befindet sich denn der große Grog? In Myrtana, in der großen Stadt Geldern. Aber jetzt lass mich in Ruhe. Warte mal. Grog. Okay. Grog, hat er nicht gerade eben so einen Rum getrunken oder einen Grog? Deswegen. Gut, hier gibt's noch, das war der Schmied hier. Wer bist du denn? Bist du Turan, mit dem haben wir gequatscht. Wenn ich jetzt hier reingehe, werde ich davon ausgehen, dass ich gleich, genau. Ja, mach, dass du wegkommst. Okay, also man darf hier auf gar keinen Fall in die Hütten rein. Du wirst was bewachen, ne? Da ist ja nun Assassine, okay. Was bewachst du denn hier? Ah, das ist schon sehr... Sack mit Mehl.
Wenn ich das jetzt klaue, ne? Kann ja nicht ewig so weitergehen. Dann bin ich garantiert im Arsch. Gucken wir mal. Okay. Ich habe abgespeichert. Okay. Sack mit Mehlinge. Wie? Noch mehr Mehl. Lecker, kann ich mal Brot backen. So, Untote vernichten, Sprüche, großer Feuersturm. Großer Feuersturm, das ist auch ein guter Spruch. Ja, gibt's denn hier noch versteckt irgendwas? Aber das dumme Gefühl. Dieser kleine Dieb. Genau. Nee, war ja klar. Und übrigens, wie spät haben wir es eigentlich? 13.19 Uhr und ich hänge hier voll in der Hitze rum. Aber trotzdem werde ich das Ganze nochmal wiederholen. Sack mit Mehl, weil das hat er nicht gesehen. Genau, wegen der Mauer. Aha. Doch clever gemacht. Dann werde ich mich halt eben mal mit meiner Schlafsackgeschichte mal beschäftigen nachher. Nee. Also darf ich... Er sieht mich. Ab hier kann er mich sehen. Okay. Okay, dann lassen wir erstmal die Warenkiste stehen. Hier ist auch eine Warenkiste. Guck da drauf. Kann ich denn die Heilwurzel bitte pflücken? Danke. Da gehe ich noch nicht hin. Ich weiß ja nicht, was passiert. Das ist ja, die haben ja eine ganz andere Kultur. Okay, dann werden wir uns mal hier schlafen legen. Das überspringe ich mal. Ja, ich habe nur vier, ich habe nur 4 Stunden geschlafen, weil sonst gehe ich nämlich das Risiko ein, dass hier dann keine Leute mehr zum Ansprechen sind. Gero! Hey! Hallo! Kann man bei euch auch Waffen bekommen? Hm, kommt ganz darauf an, Fremder. Aber du sollst besser Turan fragen. Er ist der Schmied. Hab ich schon. Hey, du! Gibt's was anderes? Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Gero. Ich bin Turans Gehilfe. Bist du ein Assassine? Nein, ich gehörte mal einer Nomadenzippe an, die weit im Westen lebt. Eines Tages hat man mich gefangen genommen und als Sklave nach Uga verkauft. Ich bin also Turans Sklave. Aber beklagen kann ich mich nicht. Solange ich meine Arbeit gut mache, werde ich von ihm ganz gut behandelt. Da sind andere schon schlechter dran als ich. Das ist schon mal gut. Hey. Noch was? Nee. Jo, schon Bock. Hier werde ich auch nicht rein können, ne? Da ist Branko. Hau bloß ab! Da ist Turan. Ja, mach, dass du wegkommst. Genau, aber Branko, ich will trotzdem mit Branko ein bisschen quaken. Mit wem soll ich denn reden? Wegen der Herberge? Was habe ich jetzt vergessen? Na sowas. Was macht ein Söldner hier in Varant? Tja, sieht man selten hier, was? Hab ich mir auch nicht ausgesucht. Die Orks aber meinten, dass ich und noch ein paar von meinen Kumpels dabei sein sollten, wenn sie nach den Artefakten graben. Die Orks? Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist kein gewöhnlicher Söldner. Du arbeitest für die Orks. Jawohl, ich bin Orks-Söldner. Andere Söldner würden sich ja auch wohl kaum in eine Assassinenstadt wagen, oder? Nö. Okay, auf jeden Fall weiß ich schon mal, was mit dem ist. Das ist ein Orks-Söldner. Was ist das? So, als wir reingekommen sind, hatten wir ja ihn hier gehabt. Der steht hier einfach so. Und es ist auch nur ein Assassin. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Hä? Erstmal ein bisschen umgucken. Stopp, hier war irgendwas. Jedenfalls sah das so aus. Nein, habe ich mich geirrt. Pech. Ich habe das dumme Gefühl, dass die, wenn sie mich nicht sehen und ich trotzdem was klauen sollte, dass sie mich irgendwann mal anquatschen sollen. Okay, das darf ich ja wohl nehmen hier, oder? Na, noch ein Unkrautstängel. Und da ist noch was gewesen. Unkraut. Mann! I don't need Unkraut. Was ist das? Wasserfass. Da kann man sich dann erfrischen. Okay, immer noch meine Lebenslinie in der Hand halten, im Auge behalten. Oh, wer bist du? Ein Elite-Assassine. Auch gut. Sorry. Ich dachte, meine Dampfe dampft. Ohne Vorwarnung. Dabei ist das hier nur ein Geräusch. Ah, yeah. Sehr schön. Erstmal so ein bisschen die Gebäude angucken. Mana-Extrakt. Ja,
Hier ist wieder so ein auffälliges Fass. Nicht beschriftet. Und ein Schreibpult. Hier könnte ich was schreiben. Rezepte? Nein, Quatsch. Die müsste ich ja lesen. Ich habe ja keine neuen Rezepte gekauft. Weil die waren mir alle ein bisschen zu... Da ist ein Sack. Die waren mir alle ein bisschen... Das sind ja sehr... Oh, mit Korn. Die waren mir alle ein bisschen zu simpel. Ich wollte so eine kräftige Fleischsuppenrezept haben. Oder irgendwie so einen mächtigen Eintopf. Gucken wir uns das mal an. Wo geht's denn eigentlich hier hoch? Okay, okay. Achso, vielleicht sollte ich mal gucken, wie spät es ist. Habe ich euch gar nicht gezeigt. 18.07 Uhr. Gut. Ah, Barand. Das ist schön. Mitte Stadt Uga drin. Du machst ja Akrobatensachen hier. Okay, hier, da läuft einer. Ein was? Warte mal. Wünsche Meister Taton zu sprechen. Mensch, ja, das ist ja gut. Das wäre unmöglich, sein Spruch. Mhm. Ich bin ein neuer Adept und wünsche Meister Taton zu sprechen. Narr, du hast noch viel zu lernen. Der große Meister Taton spricht nicht mit jedermann. Und auch ich habe keine Zeit für einen Adepten aus dem Nirgendwo. Geh zum Adepten Hector, wenn du etwas willst. Aha. Aha. Ja, Hector, der Adepte Hector. Du bist Charon, Charon. Adept. Warte mal. Du bist aber nicht du, Hector. Was schleichst du da rum? Ich schleich doch gar nicht. Warte mal. Was suchst du hier? Geh. Warte mal. Was suchst du hier? Geh. Okay, ich schätze mal, dass das noch in dieser Version ein kleiner Fehler ist. Heilkraut. Weil das sind ja auch die Original. Was ist das? Amphorene kaputte. Stopp. Kleiner Lederbeutel. Jetzt mal, dass es ein Fehler ist. Irgendwie ein Skriptfehler für Sprachausgabe. Ich weiß es nicht. Ganz, oh, das sieht nach Arena aus. Er schuf das Licht und führte Krieg gegen seinen Bruder Beliar. Und das Licht war eine Qual für Beliar. Bist du am Labern? Sieht wohl so aus. Adept. Adept, mal gucken, ob und der so auch was sagt. So groß war der Zorn Beliars, dass er über das Land okay. kam und das Tier erwähnte. Hey, und lass Beliar mich in Ruhe. Sprach zu okay. ihm. Und das Tier war untertan. Hector, und Brunnen. Oh. Oh, ist das knuffig. Ziegen. Die sind ja alle die sind ja alle koscher. Wie heißt denn das? Andere Wort dafür, für den anderen Glauben. Feuerkraut, auch schön. Halal. Ja, fällt mir gerade ein. Das passt. Wunderbar nachgedacht. Und diesmal ist der Bock sogar sichtbar. Ach, Leute. Also, hier geht's richtig ab. Sehr gut. Ich müsste ganz gerne mal wissen, wo es hier lang geht. Wenn ich nicht wieder rausgeschickt werde. Ah, ich speichere mal ab. Und wage es mal. Rasiermesser, Krug und was ist das? Amphore. Ah ja, ich glaube, Dings hat ja auch, Alain hat ja auch gesagt, die Amphoren sind nur Gegenstände. Soweit ich das im Hinterkopf habe. Ich kann das jetzt nicht so genau nach... Müsste ich nochmal gucken in den Kommentaren. Was liegt im Waffenbündel? Wetten die? Yep. Und ein kleiner Lederbeutel. Okay. Das mit den Ziegen ist ja köstlich. Was? So, dann gehen wir hier oben gucken. Ah, hier ist Bahn. Wer? Othello. Okay. Wer bist du? Sein oder nicht sein? Hallo, wer bist du? Mein Name ist Othello. Ich bin Händler hier in Uga. Was verkaufst du denn? Einiges. Vor allem Heil- und Mana-Tränke. Interesse? Gucken wir mal. Zeig mir deine Ware. Schnell wirkendes Gift, todsicher. Das hatten wir schon mal gelesen. Okay, von denen haben wir genug. Dann Elixier des Geistes. Ah!
Gib mir Mana. Auch wieder 1500. Hm, noch nicht. Was haben wir denn hier? Elixier der Stärke. Stärkebonus 3. So teuer. Okay, kaufe ich. Bank der Geschwindigkeit, bla. Amulett der Erleuchtung, schwuppdiwupp. Na, das bringt auch nicht viel. Dann Stachel, Apfeltabak und Laborwasserflaschen, die brauche ich. Die brauche ich. Obwohl, jetzt hatte ich nur 5 gekriegt. Okay. Othello, vielen Dank. War jetzt der Spruch bei Hamlet oder bei Othello? Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist noch ein Osiris. Mhm. Hallo, was verkaufst du? Du stehst vor Osiris, dem größten Edelsteinhändler von Varant. Du verkaufst Edelsteine? Ja, und andere wertvolle Dinge. Wenn du genug Gold hast, könnten wir vielleicht miteinander ins Geschäft kommen. Gucken wir nochmal eben kurz. Zeig mir deine Ware. Mana Essenz, Perle, Quecksilber, Alter. Aquamarin, Kohle, schwarze Perle, Goldbrocken, Erzbrocken, Schatulle, okay, Topas Rohkristall, Schwefel, Besteck, Amphore, Bergkristall, Gletscherquarz, ist klar. Sowas habe ich auch alles, aber ich dachte geschliffene Sachen, hoher Rubinbrocken, also hier silberne ja. Und hier Silberbrocken und Rohrmasmaragd-Edelsteine. Okay. Leute, ich werde mal diese Folge Schluss machen. Wir sehen uns morgen wieder, Sonntag. Dann geht's weiter. Mal schauen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Zack. Und ein bisschen was schreiben eventuell. Und bis dann. Ciao.